Also ich bin selber echt stottern wird zusammengeschrieben. Ach so, danke. Ich bin ja selber am Überlegen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Und ja, ich mache diese Geräusche absichtlich. Ich habe nichts gegen Stotterer. Ich habe nur Wortfindungsstörungen. Des Öfteren. Kann ich auch nichts für. Ich versuche das Ganze dann nur ins Lächerliche zu ziehen. Weil eigentlich so Wortfindungsstörungen sind eigentlich nicht witzig. Ist ja eigentlich auch schon fast eine Krankheit, ne? Schon eine psychische Krankheit. Ist so ein bisschen wie Hip-Hop. Hat der was gegen Hip-Hop gesagt? Ja, ist durchaus möglich. Ja, noch eine weitere Information, die jetzt allerdings schon viel zu spät kommt für euch, weil die Folge ist schon so weit fortgeschritten. Ich bin schon irgendwie bei 1,5 Stunden. Ich muss auch gleich mal eine Aufnahmepause machen. Ich habe nämlich langsam mal so einen Teppich im Mund. Der möchte da mal ein bisschen irgendwie begossen werden oder sowas. Nein, jetzt hat sie den in die Dekra-Gruppe geladen. Entschuldigung. Es gibt Menschen, die kann ich nicht ab. WTF? Ich glaube, ich trete aus der Gruppe aus. Kennt ihr sowas, so WhatsApp-Gruppen? Ihr habt Freunde, die haben wiederum irgendwelche Freunde, mit denen ihr, oder Bekannte, mit denen ihr auch irgendwie aus irgendeinem Grund zu tun habt. Und ihr mögt die nicht und ihr seid aber mit dem guten Bekannten in einer Gruppe und ihr wollt niemals, dass diese Person, die ihr nicht leiden könnt, dass die eure Handynummer bekommt und dann in dem Moment, an dem ihr glaubt, dass das niemals passieren wird, lädt jemand diese Person in die Gruppe ein. Damit hätte diese Person jetzt meine Handynummer. So, die schreiben jetzt alle Hu und Hi und ich schreibe jetzt Maul, ich bin arbeiten. Maul, ich arbeite, ich nehme gerade auf. Maul, ich... Nee, Maul, Komma, ne? Wir wollen ja auch richtige Interpunktion. Maul, ich arbeite. Arbeite. Maul halten, bücken. Ne, also ich bin ja nicht nur so im Let's Play immer so komisch. Also, was sagt die eine immer? Ich bin so grummelig und so. Ne, ich bin ja nicht nur im Let's Play so unfreundlich. Ich bin ja auch im echten Leben immer so unfreundlich. Also, schon der Wahnsinn. So, wir werden jetzt mal langsam zum Ende dieser Aufnahmesession kommen. Dieses Handy, das lenkt mich gerade echt total ab. Ich habe es jetzt erstmal umgedreht, weggelegt, auch neben meine Maus, so voll intelligent, damit ich auch ja nicht die Vibration oder sonstiges mitbekomme. Und dann vor lauter Neugierde drauf schaue. Wie der Street-Digger dann immer so. Weil ich habe das eigentlich von dem. Der sagt immer, er hat das von mir, glaube ich. Aber das stimmt nicht. Behaupte ich zumindest. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ist auch egal, wer von wem was hat. Weil, es ist egal, weil wir haben nämlich alle keinen AIDS. Hä? Was ist das jetzt wieder für ein Zusammenhang? Das ist doch egal. Ich wollte doch nur mal was sagen. 3, der muss weg. Ja, genau, die müssen alle weg. Die Feinde müssen alle weg. Und dann hier 1, 2 und da oben noch einen drauf. Und dann hier geben wir mein Feuerzeug. Und ja, liebe Leute, ich weiß, man muss es nicht mehr in dem Layout bauen. Man kann ein anderes Layout nehmen. Und wisst ihr was? Ist mir egal. Ja, dann wollen wir mal gucken, wo wir rauskommen, ne? Hier jetzt erstmal eine halbe Stunde Download-Terrain. So, wahrscheinlich bin ich schon auf Ignore. Die halten jetzt wirklich alle da. Vibriert nicht mehr, siehst du? Tante Trivolo muss nur mal eine Ansage machen und schon ist da Ruhe. Landschaft wird heruntergeladen. Trivolo fällt herunter. Knack. Auwei. Was sollen wir jetzt davon halten, Leute? Ja, mach mal einen Spruch, ne? Werden das Ganze jetzt mal... Ach, guck mal da. Ach, du. Ach, hör mir auf. Okay. Ich wollte das Ganze jetzt mal so ein bisschen sichern.
Das kriege ich gar nicht gesichert. Aber das ist doch hier Dorit, ne? Das müsste Dorit sein. In was für einem Biom befinden wir uns denn? Wasser oder sowas? Wo steht denn das? Facing Sun. Biom Forest. Wir sind nur sehr tief, oder was? Höhe 26. Cool. Können wir uns hier irgendwo mal rausbuddeln oder so? Ja, aber wir kriegen das hier auf gar keinen Fall gesichert. Und das Problem ist, dass die Monster in jedem Fall spawnen. Wenn ich jetzt auslogge und auf die nächste Aufnahmesession warte, werden da in jedem Fall die Monster spawnen. Ja, dann müssen wir uns das hier irgendwie, ein bisschen schick machen. Scheiße, du. Vor allem, wir haben keine Kohle dabei. Sticks habe ich aber, glaube ich, in der Tasche. So, nehmen wir mir ein bisschen Kohle mit. Ach, du Anna, du. Hol mich zurück. Dass wir jetzt ausgerechnet in der Höhle landen. Ich muss mir gleich mal das Portal angucken, wo ich das hingesetzt habe. Wie und wo ich das hingesetzt habe. Derweil werden wir hier mal so, ne, 16. So, dann einmal 64 Fackeln. Einmal 64 Fackeln. Einmal zwei halbe Haaren. So schlecht. Ja. Da mal eine Fackel hin. Da eine Fackel hin. Da eine Fackel. Hier eine Fackel. Wo ist denn Fackelwahn? Ja, so, das reicht. Hier oben, das gefällt da mir noch nicht so ganz. Hier ist sich Sackgasse. Können wir mal schnell noch. Können wir mal schnell noch ausleuchten. Hier, das ist doch. Genau, das ist denn dieser andere Stein, dieser dritte. Wie heißt der? Granit. Oh, dieser dritte, der heißt Granit. Ja, dieser Stein, dieser ganz besondere Stein. Es gibt viele andere Steine, doch das ist der besondere Stein. Denn das ist der Wahrheit. Sieht sich ziemlich gleich aus, finde ich. Ich bedenke gerade meine Aussage. Sieht sich ziemlich gleich aus. Ja, gebildete Menschen hätten jetzt gesagt, sieht sich ähnlich. Ich bin ja nicht gebildet. Ja, ich weiß nicht, hier, komm, würde ich sagen, einfach mal auf die Schnelle. Dann haben wir noch ein klein bisschen Zeit. Dann können wir hier nochmal ein bisschen was aus locker Granit bauen oder so. Dann können wir da gleich nochmal einen Ofen hinsetzen. Och, jetzt geht der Tribu gleich voll in die Vollen. Voll in die Vollen. Mhm. Ja, und dann denke ich mal, müssen wir uns zum nächsten Mal irgendwie. Also ich mache mir eine Platte. Ich werde mal die Höhle und so weiter. Ich werde das mal in den nächsten Wochen. Es sind ja immer leider Wochen bis von Aufnahme zu Aufnahme. Leider, naja, relativ. Ihr wisst ja, zeitlich gesehen klappt es bei mir leider anders nicht. Würde ja auch wieder gerne mehr machen, aber es klappt halt nicht. Guck mal, hier ist noch mehr von diesem Diorit, ne? Oder ist das jetzt das ganz andere? Da gibt es auch noch eins. Ne, das ist Diorit. Okay. Diorit, Granit und dann. Achso, warte mal, die anderen, die es glaube ich noch gab, das waren irgendwie so ganz spezielle, die man irgendwie nur mit solchen komischen Teilen aus diesen Unterwasserfestungen bauen kann, glaube ich, ne? Oder? Ich weiß jetzt auch immer nicht so recht 100%, wie das alles heißt, weil ich habe mir gedacht, ich merke mir die Namen nicht, denn es ist eher so dieser Effekt, was ist das jetzt, ne? Und dann so erstmal abbauen und ins Inventar gucken. Also das ist der Grund, warum ich mir jetzt halt nicht merke, wie das ganze Zeugs heißt. Dann können wir mal uns gleich angucken, wie der Stein denn so rüberkommt im Faithful, wenn er dann halt gebacken ist. Gebackene Steine. Apropos gebacken. Man kann das sein, dass dieses Diorit-Zeugs ganz schön häufig vertreten ist. Und auch das Granit. Alter, und ich hau hier den ganzen Quarz durch, ne? Bist du Jack? Gehen mir die Haare gerade hoch. Ein bisschen. Ich wollte hier nur ringsrum ein bisschen ausleuchten. Hilfe. Ja, okay. Back to normality. Oder ja, halt wie man das dann auch immer so sagt. Keine Ahnung. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal in den Nether zurück. Ich wollte eigentlich hier aufhören, aber nee, das ist mir irgendwie.